take a trip to my... Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei Archie Gaming, Flo wieder am Start. Heute gibt es eine weitere Squad Building Challenge, die zum Tor SBC steht an. Zum Team of the Group Stage schließe diese Team of the Tournament Challenge ab, ehe es zu spät ist. Ihr seht, ein Tag und 20 Stunden ist die ganze SBC verbleibend und außerdem wird es dann nachher noch die vom Punkt SBC gehen. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um die SBC in einem kleinen feinen Video. Und ja, ihr lasst mich gerne wissen, was habt ihr für die SBC ausgegeben, was habt ihr gezogen, alles Sachen, die mich interessieren. Ab damit in die Kommentare. Und ja, als Gruppenreward bekommen wir tatsächlich ein UCL 3-Spieler-Pack. Ist uns bekannt aus den letzten Wochen, zum Beispiel immer zu den Top-Spielen der UEFA Champions League gab es das manchmal als Reward. Insofern bin ich mal gespannt, was wir darin ziehen. Ja, und dann würde ich sagen, zerstört den Like-Button, 100 Likes zu viel als hier raus. Lasst ein Abo da, wenn ihr an SBCs in FIFA 19 interessiert seid. Und ja, ich würde sagen, wir gehen rein zum Tor SBC, let's go. Und ein Tag und 20 Stunden ist das verbleibend. Eben um 19 Uhr gab es eben noch keine SBCs. Jetzt ist sie auf einmal, wie gesagt, da. Und ich hau das Video raus. Also, wie gesagt, lasst gerne ein Abo da. Glocke aktivieren. Ihr wisst Bescheid. UCL 3 Spielerpack bekommen wir. Nationalitäten brauchen wir hier mindestens 3. Ligen mindestens 2. Selten mindestens 2 Spieler. Eine Spielerqualität von genau Gold. Teamschmied 0,85. Mindestens und Anzahl der Spieler im Team sind 11. Ich habe euch hier eine Lösung vorbereitet, natürlich mit 100 Teamchemie für die Leute, die es 1:1 nachbauen wollen. Aber mit einer 85er Teamchemie bekommt das auf jeden Fall hin. Die SBC ist generell sehr, sehr simpel, wie ihr seht. Genau Goldspieler einfach nur benutzen, 2 seltene müssen mit am Start sein. Ligen mindestens 2 und 3 Nationalitäten mindestens, also sehr, sehr simpel. Wir haben hier so ein Ligue 1 Viereck aufgebaut zwischen LM-Stürmer und den beiden ZMs, seht ihr. Dann haben wir hier die 2 Selten aus der mexikanischen Liga auf der rechten Seite genommen und dann einfach hier unten nochmal eine dritte Liga aufgemacht, warum auch nicht, mit der Premier League. Und da werden wir jetzt anstatt hier diesen Rechtsverteidiger, werden wir Evans nehmen, weil wir keinen weiteren Rechtsverteidiger im Verein hatten. Insofern reicht es trotzdem immer noch von der Chemie, wie ihr sehen könnt. Aber wie gesagt, für die, die es 1:1 nachbauen wollen, einen Rechtsverteidiger einfach von England nehmen, dann habt ihr keine Chemieprobleme. Boruc ist hier als Erstbesitzer, Evans ebenfalls, Holgate, dann haben wir Balogun, Bernardo, Fernandes, dann haben wir Fajir, dann haben wir Amalfitano, sehr interessanter Name, Iturbe, Bourbeau und dann haben wir Coco als LM. Ja, wie gesagt, ihr könnt jegliche Goldspieler benutzen, ist komplett egal, ihr könnt in die Bundesliga gehen. In die Liga BBVA, es ist wirklich komplett egal. Das ist ein Beispiel von aber von Millionen Möglichkeiten, die ihr machen könnt. Dann schicken wir das Ganze ab. Eine sehr, sehr einfache SBC. UCL 3 Spieler-Pack, werden wir Packluck haben? Ich hoffe es. Ich hoffe ihr natürlich auch. Ich bin gespannt, was ihr ziehen werdet. Und dann werden wir gleich uns um die andere SBC kümmern. Die wird dann so schnell wie möglich hochgeladen. Auch die 1 Tag und 20 Stunden verbleibend vom Punkt SBC. Könnt ihr euch gleich drauf freuen. Also lasst gerne ein Abo da. Und dann geht es jetzt rein in den Shop. Verkauft auf jeden Fall eure Spieler, die an Wert haben. Und wir ziehen das UCL 3 Spieler-Pack. In 3, 2, 1, let's go, komm schon. Neymar auf dem Pack, Neymar drin, würde ich sagen. Wir bekommen kein Walkout, aber wir bekommen die Wand. Und was wird es sein? USA? RM? Pulisic, ja immerhin. Dortmund-Spieler, 80er Pulisic, nicht schlecht. Die brauchen wir für die nachher, für die SBC. Und insofern nicht schlecht. Pulisic, Milner als 82er und Alexander Arnold. Das ist sehr, sehr nice. Ja, ich würde sagen, können wir auf jeden Fall nicht meckern. Milner noch. Nicht schlecht, nicht schlecht. Pulisic, was bringt der? Ja, auch so seine 5K. Packen wir alles in den Verein und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich gleich beim nächsten Video wieder. Das war's mit dem Video. Zerschüttet den Like-Button. Lasst mich wissen, was ihr gezogen habt in den Kommentaren. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal, das war's. Euer Flo von Archie Gaming, haut rein und bis zum nächsten Mal.